Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch in Chadron und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Geht ja nur noch Sydney, Norfolk und Grand Island. Und wir hätten was nach Norfolk, eine mobile Absperrung. Was? 0 Pfund? Interessant. Gibt doch bestimmt mehr als nur 0 Pfund. gucken wir aber einfach nur mal Spaß haben, ob wir irgendwie was haben nach Sydney, weil ich irgendwie, wobei Sydney ist halt ist schon noch sehr nah dran an Chadron. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass wir nach Sydney eher, dass das da am schwierigsten sein wird, was Sinn zu bekommen. Aber vielleicht ist es auch einfacher von Grand Island aus. Das Problem ist, wir müssen halt von Norfolk wahrscheinlich dann nach Sydney, weil Norfolk und Grand Island sind wahrscheinlich auch wieder zu nah. Aber man sieht, wie man sehen konnte, nichts. Gut, dann fahren wir die mobile Absperrung, die angeblich nichts wiegt. Fahren wir die 200, oder knapp 300 Meilen nach Norfolk. Kurz nochmal checken, ob Norfolk wirklich durch ist. So also nicht durch ist. Passt. Norfolk. Auftrag ausführen. Den wollen wir mal. Also ich denke mal, dass also werde ich halt jetzt nicht machen, auf diesem Punkt auf alle Fälle nicht. Aber ich denke mal, dass ich dann auf also die Frage, ob ich schon in dieser Staffel mache, wenn die Staffel weitergehen kann, dann Staffel 3 müsste es glaube ich sein, die ja prinzipiell noch läuft, beziehungsweise weiterlaufen würde, wenn es weiterlaufen kann. Wenn hier wieder ein vernünftiger Rechner steht. Schauen wir mal nach. Ah, wir fahren genau da, wo wir gerade so, wo wir die letzte Fahrt beendet haben. Mehr oder minder. Suchen wir einfach mal danach. Ich hoffe, das ist eine Reihenfolge. Scheint ja eine Reihenfolge zu sein. Nee, es war doch Staffel 4. Ich dachte, das wäre eine Staffel weniger als Eurotoxin-Mater 2. Das war auch Staffel 4 dann, oder? Gucken wir mal gleich, wenn wir hier die Absperrung hinten drauf haben. Also die wird auch safe irgendwie, weiß ich nicht, 2.000 bis 5.000 Pfund schwer sein. Also, ich würde jetzt einfach mal raten, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jemals gefahren bin. Ich glaube nämlich nicht. So, Rundumleuchten an. Gut, den Weg, den kennen wir, ne? Einfach Highway 20 hochballern, der kurzzeitig, kurz vor Norfolk dann zum Highway 275 wird. Und dann sind wir auch dann schon da. Ich bin verwirrt. Warum sehe ich da keinen Staffelnamen dran? Hä?
dachte, okay, wollte ich gerne gucken. Ich dachte, ich habe eigentlich auch. Ja, klar. Okay, ich schaffe auch Shovel 4. Zeitlich passt das, okay. Ja, also je nachdem, ne, ob es jetzt Staffel 4, also wenn es Staffel 4 weitergeht, dann vielleicht nicht, muss ich mir nochmal überlegen. Aber ansonsten würde ich halt dann die. Ist ja ein bisschen schade, dass so der. Wobei, macht das Sinn? Nee. Ist halt schade, dass so noch ein zusätzlicher Schatten noch mit dabei ist hier, ne? Aber. Ist halt wie es ist. Also, okay, wir fahren langsam, weil wir langsam fahren dürfen. I see. Aber dann werde ich halt hier, ne, dass man die Barriere nicht mehr hat. Dann werde ich die einfach deaktivieren. Sollte es jetzt eine neue Staffel geben, auf alle Fälle. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist ziemlich hoch, dass es eine neue Staffel geben wird, einfach weil jetzt mittlerweile, glaube ich, 3 Jahre vergangen sind oder so. Und durch die ganzen Mods, da werden Safe Mods dabei sein, die das Ganze dann zerstören quasi, dass man nicht normal weiterfahren kann. Also wird es mit, ich sag mal, mit 90% hoher Wahrscheinlichkeit, oder 95%iger Wahrscheinlichkeit wird es nicht mit Staffel 4 weitergehen in ATS und ETS2, sondern mit Staffel 5. Aber das werden wir dann sehen. Auch wieder schön hier viel durch die kleinen Dörfchen durchzufahren. Haben wir jetzt ein bisschen, ne? Das ist halt ne, sehr viel Highway-Fahrten und weniger Interstate. Das ist auch jetzt durch. Oh weia. Das wäre so ein langes Ding. Ja, wieder auf 11 Stunden 40 Minuten. Belastend. Oh, dürfen schneller. Ah, schon wieder cool hier mit dem kleinen Abstellgleis oder mit dem großen Abstellgleis, wie auch immer. Go straight. Und wenn jetzt ja auch wieder so ein bisschen mehr Freiraum ist, da wenn ich die ganzen, wenn ich die ganzen Events für mich abgeschlossen habe. Und es dann eher wieder normal weitergeht, dann werde ich mich auch endlich mal ransetzen an den ganzen anderen Kram. Verdammt. Mir ist gerade aufgefallen. Okay, gut. Hallo? Sehr schön. Wie viel haben wir? Okay, wir haben 59. Ich habe nämlich die. Kurz bevor ich die Folge geschaltet habe, und bevor ich das Spiel geschaltet habe, habe ich das Spiel schon geschaltet? Weiß ich nicht mehr. Weil wir hatte ich nur noch 10 GB freien Speicher auf der SSD. Hab dann Dings nochmal ein Programm geschlossen, damit wieder ein bisschen mehr Gigabyte da sind. Weil halt durchs ganze Downloaden viel Gigabyte flöten gegangen sind aufgrund von temporären Dateien. Und da wollte ich jetzt gerade nochmal kurz nachschauen. Okay, so weit muss ich mir auch hier nicht ausweichen. Aber ich finde es cool, dass hier solche landwirtschaftlichen Fahrzeuge hier auch den Highway langfahren. Aber ja, ich komme halt auch gerade echt gut voran, würde ich sagen, mit dem Rendern. Also teilweise sind es zwar nur, ist es zwar nur ein Video oder 2 Videos pro Tag auf dem Laptop, aber besser als nix. Dadurch geht auch langsam mehr Speicherplatz wieder, wird er wieder frei.
auf der 8 TB-Festplatte, sodass ich dann demnächst mich wirklich dann ansetzen kann, wenn ich die Events, wie gesagt, durchhabe, dass ich mich vielleicht nochmal an Rebel Empire setze, die Kampagnen, und an Transport Fever, den ersten Teil. Also ich da die Kampagne jetzt dann auch nochmal mache und beende, so gesehen. Und mich dann auch an daran, wo ich mich eigentlich ganz ehrlich daran setzen wollte, an Railroad Corporation setzen kann. Also wie gesagt, dafür wollte ich ja vorher auch mal den Freiraum haben. So, das geht glaube ich runter auf 30. So, dann verschieben die Dateien hierhin. Checken nochmal kurz gegen, ob da nicht irgendwie was durchgewürfelt wurde, aber eigentlich müsste das reihenfolgenmäßig drin sein. Aber ich habe da einfach nur so ein bisschen Paranoia. Wäre halt dumm, wenn man ein Backup macht und dann plötzlich die Dateien verkehrt rum sind. Das sieht gut aus. Speichern wir das Ganze unter dem. Löschen das weg und ändern die Zahl vom 8. zum 9. Speichern. Und bei meinem Glück muss ich wahrscheinlich jetzt die anderen Ordner nochmal runterschmeißen. Weil ja, irgendwie 20 GB mehr braucht, um loslegen zu rendern, bevor er rendert. Warum auch immer. Anwenden. Okay, geschätzte Dateigröße von 50 GB. Ist aber deutlich kleiner, wird wahrscheinlich auf 10 GB weniger sein. Deswegen exportieren. Ihr habt nicht genügend Speicherplatz. Etwa so klar. Bereiten wir das Ganze wieder nochmal vor. Das ist die Frage. Ich glaube, das zu rendern wird jetzt wahrscheinlich wieder. Oh, ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt vielleicht wirklich gedauert hat, ne? Aber vielleicht so 14 Stunden dauern. Entfernen. Aber die Entferntaste will nicht immer. Man muss sie richtig runterdrücken. Da wollen wir jetzt hin. Und den Papierkorb leeren. Ja. Dann sollte das jetzt auch rendern. Exportieren. Nicht genügend Speicherplatz. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Muss ich mich gleich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Vielleicht muss ich dann daraus zwei Videos machen. Wäre jetzt auch nicht so das Problem. Caution. Please mind the speed limit. Aber es ist schon interessant. Für einfach 10, 20 Minuten, was die für einen Unterschied machen. Auch schon in Wellenschein. Go straight. Ja, ich mache einfach zwei Parts raus. Bleibt einem ja nichts anderes übrig.
Jetzt wurde hier schon auf der falschen Tastatur, habe ich jetzt gerade den Fan drücken wollen. Über die Kopfstreife. Wir sind aber bei weitem nicht schnell genug, also schnell, dass er uns Code abzieht. Part 1. Und Abfahrt. Bauen wir sehr gut auf. Da haben wir nicht die Probleme mit. Stay left. Ach ja, die Sentinels sind doch schon was Schönes. Jetzt nicht. Die dürfen jetzt, glaube ich, nach Lincoln reinfahren, glaube ich. War das Lincoln? Dürfte Lincoln aber noch kommen, oder? Ich glaube schon. Ich meine zumindest, dass es Lincoln war, wo es die... Boah, war das McCook? Oder gab es bei McCook einfach... McCook war so, okay, nevermind. Und dann war es... Ach, es war O'Neill. So war es natürlich. Also wir fahren, glaube ich, nochmal durch O'Neill. Lincoln war ja auch eine normale Stadt. Aber ich meinte O'Neill, die nicht eingezeichnet ist, genauso wie Basket. Wo wir dann wieder hier über die... die Kleeblattkreuzung fahren. Oder war das nach Norfolk? Nee, ich meine, das war zwischen Norfolk und Valentine. Ich meine, ich bin mir sicher.
straight. Welche nach, aber bevor ich noch das andere Video rendere und bearbeite vor allem von ETS 2, vor allem mich auch wirklich ransetzen muss, weil das halt längere Zeit dauert zum, naja, weil ich aber vorher noch mal einkaufen, dass ich dann alles fürs Wochenende habe und dass ich dann entweder, wenn es gerendert wird oder noch vorher was anderes anfangen kann zu machen. Caution. Please mind the speed limit. Sind wir auch in O'Neill. Go straight. Ich glaube, wir fahren auch zu. Wir fahren ja zu Nielsen Royal Corporation. Ah ne, wir haben zur X-Tech Machinery. Never mind. Habe nicht gesagt. Ab auf die letzten Meilen nach Norfolk. Die Frage, ob wir auf die Waage müssen, wenn man nichts drauf angeblich. Nee, okay. Freie Bahn. Wie spät haben wir es? 8:47. Schlafen wir in Norfolk oder nicht? Vielleicht besser, wenn wir in Norfolk schlafen, weil Grand Island könnte ja echt noch zu nah sein. Wir werden einfach gleich mal schauen, ob das in Frage kommt. Sydney war gerade beispielsweise von Chatham aus, wenn es da einen Auftrag gegeben hätte, wäre schon hart an der Grenze gewesen. Also es, da hätte man schon echt Glück haben müssen mit den Positionen der Firmen, weil so von dem Punkt, wo ich war, bis nach Sydney wären es 95 Meilen gewesen, also 5 Meilen zu wenig. Das, deswegen könnte Grand Island auch schon echt eine knappe Angelegenheit sein. Schauen wir einfach gleich mal.
Und wir müssen sogar direkt am Anfang raus. Gut, das ist Kreisverkehr und so, aber... Keine Ahnung, wie oft ich runtergegangen bin. Auf 35, okay. Gehen wir noch runter auf 30. Dann nahmen wir das gut schon mal ab. Und kassieren das Geld. Ausgezeichnete mobile Absperrung von Shadowrun nach Norfolk geliefert. Gefahrenstrecke 301 Meilen, Dauer 29 Minuten. Wasserkraftstoff 44,2 Gallonen. Das war der 179. erledigte ATS-Wasserkraftstofftrag. Es gab dafür 16.500 und 709 Erfahrungspunkte. Wo haben wir den nächsten Schlafplatz? Nicht weit. Einmal die Straße runter und dann sind wir schon da. Wo wollen wir noch eben hinfahren? Da fehlt ja nicht viel. Sinn.
Schauen wir mal nach. Sydney auf alle Fälle. Grand Island auch. Grand Island ist zu nah. Also brauchen wir Sydney. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Cruising Nebraska Event Video wieder. Oder im World Truck Simulator vom Trade Connections Switzerland Event. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.